Hi, willkommen zurück zum Thema Austauschprozesse. In diesem Video geht es um den Fixvektor im Zusammenhang mit Austauschprozessen. Das heißt, wir überlegen uns, wann wird so ein Austauschprozess eigentlich stationär? Bei einem Austauschprozess tauschen Größen sich ja irgendwie aus. Das heißt, wir stellen uns die Frage, wie muss ich meine Größen wählen, also wie groß müssen die sein, damit sie trotz Austauschprozess, also trotz des Austausches sozusagen, konstant bleiben. Hierbei fragt man sich eben, ob die zugehörige Übergangsmatrix einen Fixvektor hat. Eine Matrix kann einen Fixvektor haben oder auch nicht. Wenn sie einen Fixvektor hat, bedeutet das, wenn ich die Matrix mit dem Vektor multipliziere, erhalte ich genau wieder den Vektor. Das heißt sozusagen, die Multiplikation des Vektors mit der Matrix verändert gar nichts am Vektor. Es kommt wieder der Vektor selbst raus. Also, ich habe schon gesagt, wir beschäftigen uns mit der Frage, wann wird ein Austauschprozess stationär? Das heißt, wenn ich mal eine Übergangsmatrix M habe und ich habe einen entsprechenden Vektor hier, der beschreibt eben die Größen, die ich in den Austauschprozess sozusagen hineingebe, gibt es so einen Vektor, sodass ich nach der Multiplikation mit M wieder den Vektor selbst herausbekomme. Dann wäre der Austauschprozess eben stationär. Hier wird sich gar nichts mehr entwickeln. Die Werte würden immer gleich bleiben. Wenn es einen solchen Vektor gibt, dann nennt man ihn den Fixvektor. So, ich habe im Zusammenhang mit Austauschprozessen habe ich mich immer auf ein Beispiel bezogen, das ich ganz am Anfang erklärt habe. Hier geht es um eine Pflanzenart, die gekreuzt wird. Am besten schaust du dir nochmal meine Videos dazu an. Hier geht es darum, wie man zum einen die Übergangsmatrix erstellt und wie man zeitliche Entwicklungen mithilfe von der Übergangsmatrix eben berechnen kann. Ich erkläre dir nochmal ganz grob, um was es geht. Also es geht um eine Pflanzensorte. Diese Pflanzensorte tritt in drei verschiedenen Farben auf, also ihre Blüten. Es gibt pinke, weiße und rote Blüten. So, man nimmt jetzt pinke, weiße und rote Blüten, also Pflanzen, die eben mit dieser Farbe blühen, und kreuzt sie mit einer pinkfarbenen Pflanze. Und die Frage ist dann eben, welche Farbe haben die Blüten, die eben aus dieser Kreuzung entstehen? Genau, wenn wir jetzt hier davon sprechen, dass der Austauschprozess stationär wird oder wir uns die Frage stellen, ob er stationär wird, dann kommt es eben der Frage gleich, bleibt die Anzahl der durch Kreuzung entstehenden rot, weiß und pink blühenden Pflanzen für eine bestimmte Anzahl eingesetzter rot, weiß und pink blühender Pflanzen konstant? Das heißt also, kann ich eine bestimmte Anzahl an rotblühenden, weißblühenden und pinkblühenden Pflanzen nehmen? Die kreuze ich dann eben entsprechend und kommen als Tochterpflanzen wieder genauso viele rot, weiß und pinkblühende Pflanzen heraus. Also gibt es überhaupt ein Verhältnis von der Anzahl, sodass das eben erfüllt ist? Hier gibt es jetzt noch eine zusätzliche Bedingung, dass wir insgesamt 12.000 Pflanzen kreuzen. Das heißt also, die Anzahl, die wir am Anfang wählen, die Anzahl der rot, weiß und pink blühenden Pflanzen, ergibt insgesamt 12.000. So, als allererstes stellen wir uns eben die Frage, wenn wir unsere Übergangsmatrix M haben, gibt es einen Vektor XYZ, sodass nach der Multiplikation mit der Übergangsmatrix eben genau wieder der Vektor herauskommt. Hierbei steht x für die Anzahl der rotblühenden Pflanzen, y für die Anzahl der pinkblühenden Pflanzen und z für die Anzahl der weißblühenden Pflanzen. Wie gesagt, das habe ich in den ersten Videos zu diesem Beispiel noch genauer erklärt. Falls es jetzt eben zu schnell geht, dann schau dir die nochmal am besten an. So, unsere Übergangsmatrix sah folgendermaßen aus. Die habe ich jetzt hier eben für M einfach mal eingesetzt. Und unsere Frage ist jetzt eben, existiert so ein x, y und z, sodass das hier erfüllt ist, sodass diese Gleichung eben erfüllt ist. So, wenn man das jetzt so direkt lösen wollen würde, ist es ein bisschen schwierig. Man kann aber ganz allgemein hier diese Multiplikation durchführen. Dabei entsteht dann ebenfalls wieder ein Vektor. Und zwar würde ich ja hier einfach rechnen 0,5x plus x plus 0,25y
plus 0z. Das wäre die erste Zeile von dem Vektor, der aus dieser Multiplikation entsteht. Die zweite Zeile würde dann entsprechend lauten 0,5x plus 0,5y plus 0,5z. Und die dritte Zeile, also ich mache jetzt mal nur Pünktchen, Pünktchen, würde lauten 0 mal x plus 0,25 mal y plus 0,5 mal z. Dann hätten wir also hier den einen Vektor auf der einen Seite und auf der anderen Seite noch x, y und z. Und die Frage ist jetzt eben, wann entspricht dieser Vektor dem Vektor hier? Logischerweise genau dann, wenn die Eintragsweise sich entsprechen. Das heißt also, wenn gilt, dass 0,5x plus 0,25y plus 0z x ergibt. Und dann eben, wenn diese Zeile hier y ergibt und die letzte eben z. Das heißt also, aus dieser Gleichung hier oben kann man eigentlich drei einzelne Gleichungen herauskristallisieren. Die habe ich dir jetzt hier auch nochmal aufgeschrieben. Also die ergeben sich genau aus diesen Entsprechungen, die eben gelten müssen. Das Schöne daran ist jetzt, dass wir hier einfach ein lineares Gleichungssystem haben. Und hier kennst du ja hoffentlich bereits Methoden, wie du das lösen kannst. Genau, ich habe jetzt hier ein bisschen abgekürzt, der Übersicht halber. Wenn man das Ganze löst, dann wird man darauf kommen, dass es unendlich viele Lösungen gibt bei diesem Gleichungssystem. Die Lösungsmenge kann man so angeben. Die Lösungsmenge enthält alle Tripel x, y und z. Für die gilt, dass x t ist, y ist 2t und z ist t für irgendein beliebiges t. Das heißt, hier ist nur wichtig, dass das Verhältnis stimmt. Für x und z nimmt man einfach einen selben Wert und y muss dann das Doppelte davon sein. Es sind immer noch unendlich viele Lösungen, weil man für t ja eben was Beliebiges, eine beliebige reelle Zahl einsetzen kann. Damit können wir nur einen allgemeinen Fixvektor angeben. Der sieht so aus. Also für x haben wir ein t, für y 2t und für z t. Und t ist irgendeine reelle Zahl. Das ist der allgemeine Fixvektor. Jetzt macht es auch Sinn, dass wir noch die zusätzliche Bedingung gegeben haben, dass es insgesamt 12.000 Pflanzen sein sollen, die man eben heranziehen möchte. Das heißt, es muss außerdem noch gelten für x, y und z. Die geben ja die Anzahl der jeweiligen Farben an. Es muss gelten, x, y plus z sind 12.000. Hier ist ein kleiner Fehler. 12.000. Da wir jetzt schon wissen, wie x, y und z gewählt sein müssen, dass sie überhaupt hier dem allgemeinen Fixvektor entsprechen oder ein Fixvektor sind, können wir dann entsprechend für x t nehmen, für y 2t und für z t. Das heißt, t plus 2t plus t muss 12.000 ergeben. Das hier sind insgesamt 4t. 4t gleich 12.000. Wenn man das dann löst, indem man durch 4 teilt, dann kommt man darauf, dass t eben 3000 sein muss. Das bedeutet also für unser x, y und z, t ist 3000, das bedeutet x ist 3000, y ist 6000 und z ist 3000. Das heißt also, ich muss 3000 rotblühende Pflanzen einsetzen, 6000 pinkblühende Pflanzen und 3000 weißblühende Pflanzen, damit nach der Kreuzung wieder genau 3000 rotblühende Pflanzen entstehen, 6000 pinkblühende und 3000 weißblühende. Das heißt, wenn ich diese Anzahl hier einsetze oder mit dieser Anzahl hier anfange, dann ist mein Austauschprozess ganz einfach stationär. Das ist nämlich ein Fixvektor von meiner Übergangsmatrix. Genau, also so viel zum Thema Fixvektor und Austauschprozesse. Ich freue mich, dass du bei diesem Video mit dabei warst und würde mich auch freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann!